Wisst ihr, ich bin heute Abend verabredet zum Zocken. Mit Juni. Und ich freue mich einfach mega drauf. Richtig Bock. Und morgen bin ich verabredet mit Brücki für Total War Warhammer 3 und freue mich mega drauf. Und Samstag, Sonntag werde ich wahrscheinlich wieder frei machen. Oder ich spiele Samstag doch den Golden Spatula Qualifier. Wir zocken 2v2v2v2 Arena. I guess. Dein Juni will irgendwas anderes spielen, aber das haben wir bis jetzt eigentlich immer gespielt. Ich dachte, mich zu haben ist das Beste auf der Welt. Ja, ist jetzt schwer, ne? Ich würde mich ungern entscheiden wollen. Hallo und herzlich willkommen, by the way, zum Banger. Wir sind auf Lord Ehrenmount. Kriegen leider keine Units, sondern nur Gold. Ja, aber aktuell läuft es echt super, muss ich sagen. The Master, 140 RP. Kann man, denke ich, machen. Und aktuell können wir gefühlt auch spielen, was wir wollen, und alles funktioniert irgendwie. Ist natürlich wieder der Double Sugar Stack Winkel. Haben zumindest jetzt in den ersten 5 Units, 2 Pairs gehabt. Also, da können wir uns nicht beschweren. Die löst man natürlich hier möglichst spät ein. So sehen, was da ist. Wenn wir Odyssey oder. Sagt mir jetzt gerade nichts. Jetzt haben beide Sugar jetzt einen Stack bekommen. Das ist immer optimal. Was spiele ich denn hier jetzt aus dem Spot? Ja, ich hab nicht so viel, ne? Vielleicht Void. Also, Early Void. Void ist immer, aber. Zumindest zu Beginn. Eine weirde Art und Weise könnte das ja auch. Yordle sein. Ist eigentlich schon viel schief gehen, dass ich Yordle spiele, ne? Oh. Danke, für nichts, Poppy. Uff. Honestly würde ich das gern spielen. Allerdings habe ich scheinbar kein Vigo. Oh mein Gott. What is happening? Terrible Items. Okay, also ich brauche ein Vigo, damit ich Shadow als 3 habe. Ich brauche einen Psychiater, weil das hier auf jeden Fall. Oh, da ist ein Vigo. Ich bin so stupid. Bitte, bitte. Lass uns darüber einfach nicht reden, okay? Es ist nie passiert. Okay. Alles wie immer. Aber eine Challenger-Unit wäre auch sehr gut, ne? Ich spiele einfach Early Rapid Fire Cannon. Da weiß auch wirklich keiner mehr hier, was ich tue. Dann bockt der 4 von Warwick nicht.
Also meine Idee ist, hier Shadowhide zu spielen. Falls es noch nicht deutlich geworden ist. Shadowhide 6. Klingt doch gar nicht bad. Hat der Duck dafür was vorgesehen? Oder muss ich jetzt selbst denken? Guck mal, Le Duck. Shadowhide 6. Taric, Viggo, Maokai, Gwen, Kalista. Das ist kein Yasuo. Warum habe ich Rapid Fire können? Okay, die Idee, die Le Duck hat, die ich echt cool finde, ist zu sagen, er spielt Shadowhide mit Targon, weil dann das Schild von Shadowhide größer wird. Was natürlich schon absolut disgusting ist, so, ne? Aber hier geht einiges schief gerade irgendwie. Also hier passieren Dinge, die vielleicht nicht passieren sollten. Kalista und Speere, die helfen sich, ne? Also mehrere Kalistas nebeneinander spielen. Hauptsache, du spielst sie nicht links und rechts hin, sondern die sollen natürlich gegenseitig von ihren Sperren profitieren. Was natürlich Double Trouble auch witzigerweise irgendwo zu einem Thema macht. Ah, scheiße. Was ist denn hier noch kaufen? Jetzt kommt die Idee mit Shadow Eyes Shogat. Nee. Also ich weiß, was du meinst, aber... Also er kriegt dann halt Schild, abhängig von seiner Max-Help, also ob es gut ist. Das bringt alles nicht genug. Ja, ich denke, wir kommen hier nicht drum herum, eine andere Comp zu spielen, als der Duck das hier vorschlägt. Ich werde probably Shadowhide 6 Ionia 3 irgendwie spielen oder sowas. Weil ich drüber, dass der Nasus hatte, dass der Nasus nach meiner Kalista heute immer noch gelebt hat. Meine beiden Kalistas, die sich helfen sollten, unterschiedliche Targets angreifen. Dieser Set irgendwie jetzt nicht ultbar ist, for whatever reason. Boah. Das Verlierer ist schon sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Haben wir jetzt so ein paar I2P-Entscheidungen gemacht. Zum Beispiel der Giant Slayer, der war halt viel zu früh.
Der hat richtig wehgetan hier. Mich auch irgendwie. Sind ein paar Dinge echt einfach falsch gelaufen. Weiß auch noch nicht genau, wie hier der Fix läuft. Das Problem ist, mit Shadow als 4 wird es eigentlich immer Winstricken, weil Shadow als 6 hittest du ja tatsächlich erst mit der Senna. Das heißt, es ist sehr, sehr weit weg. Aber Giant Slayer zu slam war so bad. Ich hätte einfach warten sollen bis Rage Blade. Dann Rapid Fire Cannon zu slam schreckt mich auch ein, weil ich quasi jetzt nicht Tage und Shadow Heights gehen darf. Sondern ich muss hier so gehen. Zu spät. Revenant Hunter ist mir jetzt zu risky. Ich weiß so gar nicht, was ich hier machen muss. Es ist crazy. Ich kann nicht genau, wie es dazu kommt, dass ich so planlos bin. Ich glaube tatsächlich, ich bin hungrig. Ich hoffe einfach mal, dass Hunger mein Frame-Problem hier ist. Nicht Dummheit. Jungle wäre schon sehr sad, weil eigentlich, glaube ich, sind die Spots gar nicht so schwer zu spielen, ne? Ich brauche einfach nur sehr lang für meine Orkman-Entscheidungen und bin dann ein bisschen sehr lange mit allem anderen auch beschäftigt, deswegen. Leute, ich weiß ja auch nicht weiter. Okay, ich bin irgendwie überuseless. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich es lösen soll. Und ich überlege, ob ich jetzt einfach all-in gehe. Weil desto länger das Problem besteht, das wird ja nicht besser dadurch, ne? Das wird vielleicht auf eine witzige Art und Weise doch besser. Hier passieren viele Dinge, die so nicht passieren sollten. Aber for some reason scheint ein bisschen was davon ja auch zu funktionieren. Es ist leider alles Monster.
Wir beide merken jetzt, dass wir dieselbe Comp spielen und beide ähnlich erfolgreich. Und dann ist halt die Frage, ob ich hier den kompletten Blue Buff reforge. Aber ganz ehrlich, was soll daraus werden, ne? Ich krieg's leider einfach nicht gelöst. Es ist wirklich nicht kompliziert, vermute ich, aber. Es will einfach nicht in meinen Schädel. Also ich dachte hier, ich roll hier einen vierten Challenger. Mir ist gar nicht eingefallen, was der vierte Challenger ist. Das ist Amira gewesen am ehesten. Ja. Okay, aber ich meine, dafür, dass ich echt sehr planlos bin, ist es im Endeffekt immer noch okay. Das ist for sure besser. Ist natürlich auch nett, dass wir den Shen gehittet haben, der hat so ein bisschen die Planung einfacher gemacht. Aber ich würde jetzt eigentlich lieber Level pushen, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich hier auf 7 Yasuo Booster hitten soll. Und Senna hätte ich dann schon mal grundsätzlich nicht. Ich habe überlegt, ob ich statt dem Set die Ninja spiele. Das schien mir irgendwie ganz angenehm in meinen Gedanken. Weil es ja auch bedeuten würde, dass ich Rogue wieder drin hätte. Das wäre vielleicht ganz nett. Das ist natürlich ein Taric mit 3 Items, der ist für niemanden auf der Welt killbar. Fast. Fast in time. Ich habe einen Blue Buff weggerollt, aus Verzweiflung in Static gebaut und krieg dann eine Ahri auf Level 7. Und denk mir, Alter, ein Blue Buff wäre jetzt echt geil. Unbelievable. Ich kann ihn gar nicht. Oh mein Gott, ich möchte weinen. Mit dem
Positioning kriege ich das ja gar nicht hin. Mein Yasuo, die und Kalista Long Distance Ball zu machen. Ja, wir haben es aber probiert. Wir sind zumindest jetzt so weit unten, dass wir die Senna aus dem Karussell nehmen könnten. Wenn sie denn kommt. Und wie spiele ich es jetzt? Senna für ihn. Ben für ihn. Nah dran. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich mega strong bin, aber dass ich stärker bin als in Noxus Yasuo, hätte ich jetzt schon gedacht. Aber dem ist leider... Also... Ja, vielleicht hätte man die 8 gehen sollen vom Rolldown, aber ich habe es nicht mehr so richtig hinbekommen. Ein bisschen der mentale Faktor nicht so ganz da. Ich glaube ja wirklich an Nasir Lux 1. Weil der Terrix so strong ist. Ah, wobei nicht, ich habe Dragonclaw Gwen. Ja, Gwen zu Bein war auf jeden Fall sehr angenehm. Weil die gibt sich ja auch irgendwie die ganze Zeit Armor unter Meer und so ein Scheiß. Sehr danke, Rollen für Kalista. Also jedes Mal, wenn die ultet, kriegt sie 120 Armor unter Meer und Long Distance Points bindet und gibt Armor unter Meer. Solo, danke dir für den Raid. Alter, das ist aber ein ganz schlechter Moment. Ich bin gerade mental völlig checked out, weil ich so Hunger habe. Hab gesagt, boah, Leute. Einmal probiere ich noch, aber ich bin sehr hungrig. Und dann kommt der Raid. Aber läuft gut auf dem Patch. Ist ein schöner Patch für mich. Mal gucken, was geht. Also, der Runde geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber grundsätzlich gucken, was geht. Natürlich auch Deathblade spielen dürfen, aber wollen wir ja nicht. Aber ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, ihr hattet einen bezaubernden Stream. Legends und Teamcom sehr vielfältig. Ja, bis hierhin schon, ne? Ich bin gespannt, wann sich's ändert, aber... Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das auch noch so. Heute Targ und Shadow Age spielen. Habe aber super früh einen Rapid Fire Cannon auf Yasuo geslammt. Auf Yasuo. Einen Rapid Fire Cannon geslammt. Ich bin jetzt auf Warwick, der da nicht mal sein 4 rauskriegt. Also, es war nicht mal. Es
wenn ich mein Kloster zuwirf zu sein. Kalister 3 wäre so nice jetzt. Ja, Kalister 3 wäre ganz schön, aber ich habe sie auch nicht ganz verdient. Ne? Ich habe in der Runde schon viel missplayed, also. Es gibt immer so Runden, wo man sich richtig ärgert, wenn man was nicht hittet. Aber ich meine, ich Donkey Roll hier seit ungefähr 10 Minuten jetzt jede Runde einfach nur noch mein Gold weg. Und diese Bescheidenheit, Mark Wright. Denn natürlich wusste ich, dass ich's ab Runde 1 verdient habe. Absolut verdient. Zu jedem Zeitpunkt. Nie gezweifelt. So, Kalister. Okay, warte. Nur damit ich das verstehe. Wenn ihr so hat aus der Ecke als nächstes Target meine Kalister, weil ich so dumm bin. Nichts in die Mitte meines Boards zu stellen und dafür gepunished werde. Wild. Didn't expect that one. Also, weil hier nichts steht, kann der Yasuo von da meine Kalista holen. Huh. Hier sind überall Feinde. Also, warum... Was ist da los? Weil das ist auch jeden dritten... Patch nur oder so, ne? Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, wie viel Range Ahri's Mana Reef hat. Da hoffen wir, dass ihr so nicht getroffen wird. Sind scheinbar 3 Range. Und ich sag mal, der Mana Reef war nicht das Schlimmste für meinen Yasuo. Fuck. Das ist einfach legal, ne? Da denkt sich Riot einfach gar nichts bei. Die sagen, ja, nö, ist in Ordnung. Aber nehme ich mit, ne? Das lief überraschend gut. Ich glaube auch einfach, dass Long Distance Pulse halt sehr broken ist. Mit Gwen und Kalista. Mit Gwen. Weil du sharest ja Armor und MR und mit jeder Ult gibt die sich 120 Armor und MR und dann gibt die auch Kalista. Da ist Fähigkeit nicht unbekannt strange. Grundsätzlich schon, aber es geht ja um den Mana Reef. Ich dachte, wenn Shen hier steht und Mana Reef wird, dann wird Yasuo nicht getroffen. Steal Essence from Targets. Basically. Wo der ist ich. Der ist ich. Und meine Senna wurde von seinen Yasuo gekillt. Ganz gemeine Art und Weise. Aber noch lebt meine Gwen und noch lebt meine Kalista. Kalista gegen Kalista, natürlich krasses Battle. Gewinnt natürlich Kalista. Und dann Gwen gegen Gwen, gewinnt natürlich Gwen. Ha! Ich wusste schon immer. Leute, ihr versteht es mit dem... Oh! Oh, warte, was? Nee. Das war aber gar nicht gut. Also... Okay. Ist jetzt nicht der Worst Case gewesen?
Aber die nur 43 Armor. Sieht ja ganz entspannt. Okay, ja, wir sind jetzt in einem etwas weirderen Spot, weil unsere Gegner haben Azir 3, unser Board in gut, eine Ari 2-Star mit Deathfire und Noxus 9. Und ich weiß noch nicht, wie ich mich da fühle. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich da jetzt nicht so gut fühle. Aber ich meine, wir haben natürlich das Herz der Freundschaft oder sowas. Ist ja der beste Ionia hier. Set, wiederweise, I guess. Also der andere, aber egal. Nehme ich auch. So, habe ich es diesmal geschafft, dass der Yasuo von da aus nicht meine Kalista holtet? Nee, ne? Ah, doch. Weil mein Yasuo in Hells ist. Oh, was da explodiert. Da konnte ich nicht ganz folgen. So, und jetzt die Frage, ob den sein Ryze. Bring ein Schild. Oh, good luck with that. Schreib mal deine Gefühle in den Chat. Meine Gefühle sind gut. Der ist raus. Warte mal. Der Noxus 9. Ah ja, den hab ich den gerade beerdigt? Ach, ich weiß es gar nicht. Wirklich. Und Yasuo 2. Da würde ich mich noch besser fühlen. So. Da ist das Feld, ne? Muss das Feld finden, wo ich ein 50-50 daraus mache, wenn sein Yasuo von da ultet. Ob er Kalista trifft oder nicht. Na gut, das war scheinbar ein schlechtes 50-50. What can I say? Oh ne, trifft er jetzt Senna? Ja gut, aber jetzt positioning-mäßig im Nachhinein das eine oder andere. Okay, nevermind. Ich habe das natürlich von Anfang an so predicted und gewusst, dass der Fight dann zu meinen Gunsten ausgeht. Deswegen habe ich da bewusst den Yasuo auf meine Kalista springen lassen. Okay, ich bin einfach ehrengut. Ich nehme alles zu. Oh, wir sind Top 2. I can't believe it. Thank you very much for this great honor. But I just want to go home now. Wer kann raus? Keiner, ne? Aber Slayer ist schon wichtiger. Oh. Sag ich jetzt einfach, wie es ist? Dann würde ich reichen. Ah, oh, richtig predicted. Und jetzt nicht auf den Teemo gehen. Ich hasse dich. Okay, er hat Teemo rausgenommen wegen ihr Anti-Heal. Um danach natürlich Lux zu nehmen und ich den Azir 3-Star. Warum denn auch? Vielleicht war Azir 3-Star ein bisschen strong. Ist aber... Ja, weiß noch nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. Nee, ist gar kein Scheiß, ist gar kein Scheiß. Oh, der hat auch noch einen Everfrost. GGWP. Nehme ich mit, bin ich ehrlich. Ne? Also, hier aus dem Game mit komplett, also wirklich, terrible place, all over the place, hier noch einen zweiten mitzunehmen. 30 EP nehmen wir mit. Shadow 1-6. Nehmen wir. Nehme ich sogar als Banger. Ist vielleicht, ist wahrscheinlich ein fragwürdiger Banger, bin ich ehrlich, weil es so hart an der Kante, weil ich wirklich schlecht gespielt habe. Aber, ja, Shadow Isles 6 mit Kalista 3-Star. Nehmen wir.